Wir haben so eine Idee, Sterben ist, wenn jemand wirklich 50, 60 erreicht hat, dann beginnt das Sterben. Wirklichkeit nach der Lehre des Buddha, Sterben beginnt eigentlich mit der Geburt. Sagt der Buddha einen sehr schönen Satz, sagt er, die Entstehung ist der Anfang der Vergänglichkeit. Meine Basis, meinen Ursprung, der basiert auf tibetischer Medizin. Einer meiner lieben Onkels, Zwillingbruder meines Vaters, selbst auch buddhistischer Mönch, hat tibetische Medizin studiert und das hat mich wirklich gefesselt. Es ist auch ganz arg schön, dass in der tibetischen Medizin wenig über Gesundheit und Krankheit gesprochen wird, sondern es wird über den heilsamen und den unheilsamen Weg gesprochen. Deswegen sind das für mich auch zwei Fremdwörter. Mit Gesundheit ist im Endeffekt Ganzheit, Soheit gemeint. Und wenn die Ganzheit unterbrochen worden ist, dann muss ich einen heilsamen, einen ganzen Weg finden, um diese Ganzheit erhalten zu können. Es ist so ein Glücksmoment, wenn der Meridian aufgeht. Ich bin dem Menschen so dankbar, dass er sich öffnet. Aus der Öffnung heraus gibt es ein Herzensgefühl zu demjenigen, der auf der Sonnenbank, so wie ich es nenne, auf der Liege liegt. Und dieses Herzensgefühl gibt eine Verbindung. Und aus dieser Gemeinsamkeit ist jeder bereit, auch aus seinen Schwächen zu arbeiten. Und der Meridian symbolisiert, wie stark bin ich in dem Moment oder wie schwach bin ich in dem Moment. Da sagst du Stopp, wenn es dir zu viel wird, gell? Mhm. Und ich habe die Aufgabe, den Meridian so zu aktivieren, dass er in eine Harmonie mit dem Körper, dem Gefühlskörper und dem Geist steht. Die Stimmmelodie, die Melodik, das Gefühl, Bedürfnis zu sprechen, meinen Standpunkt darzustellen, passiert über den Magen. Mhm. Weil Singen gehört dem Element Erde. Deswegen sing ganz viel, wenn du magst. Was genau der Tod ist, darüber können wir nichts berichten. Es ist nur schön, wenn man es nicht allein den Prozess des Sterbens gehen muss. Aber andererseits ist es auch wichtig, dass man den Sterbenden auch so respektiert, dass man sich zurückzieht, wenn der Augenblick des Trennens gekommen ist. Was sterben muss jeder für sich. Es hat sich so ergeben, dass ich allein war mit meinem Vater und er ist einfach, das Atmen ist schwächer geworden und ich habe seine Hand gehalten übrigens, das war interessant und an einem bestimmten Augenblick dann hat er die Hand weggezogen von mir und das habe ich gemerkt, aha, er möchte jetzt bei sich sein und er muss den Weg allein gehen, aber sehr gefasst. Ernste Angelegenheit, aber keine Spur von Unruhe.
der Tod in meinem Verständnis ist eine Rückkehr zum Ursprung, in die Alleinheit, von der wir alle gekommen sind und von der wir alle ein Teil sind, nur durch unser Bewusstsein, menschliches Bewusstsein, leben wir nicht mit dem Verständnis, dass wir wirklich in der Alleinheit jederzeit sind, aber das Sterben, das ist dann wieder eine Rückkehr. Wenn das Bewusstsein erlischt, dass es an das irdische Leben bindet, kehren wir zurück in den Ursprung. Es ist wie ein Nachhausekommen. Angst hat man nur, wenn man verworrene Vorstellungen hat. Die Geschichten von der Hölle und Strafe und Fegefeuer und weiß Gott was waren. Wenn das natürlich festgefahren ist im Kopf, dann wird es wahrscheinlich eine haarige Geschichte werden. Aber sofern man sich noch bei Lebzeiten von diesen Vorstellungen losgelöst hat, dass man nicht festgehalten ist, dann ist es kein Problem. Ich weiß nur aus meiner meditativen Erfahrung, sofern wir von unseren Vorstellungen jeder Art, ob die schöne oder angenehme oder unangenehme Vorstellung sind, sofern man loslässt, löst sich alles auf, man kommt in eine Stille, in eine Ruhe, die nur Friede ist. Und so, denke ich, wird auch der Tod sein. Wenn ich festhalte an irgendwelchen Vorstellungen und Gottes Willen, also wie, genauso, wenn man zum Zahnarzt geht, oh Jesus, das wird wehtun. Und dann wird oft überrascht, das hat gar nicht weh dann, was immer der Zahnarzt macht. Aber die Vorstellung vorher ist oft schlimmer als dann die eigene Behandlung. Und man kann sich auf den Tod freuen. Das ist auch möglich. Es gibt viele Menschen, die so gestorben sind. Im Gottesvertrauen, tiefgläubige Menschen, die sich wirklich gefreut haben, dann wissen wir, mit Jesus, mit Maria, mit Gott irgendwas zusammenzukommen. Was immer der Glaube wollen. Also man kann sich freuen. Oder man kann es freuen, dass endlich eine Ruhe sein wird. Das ist auch möglich. Brauchten ja eine Begleitung, wenn man im Sterben liegt und leidend ist. Und selbst da braucht man keine Begleitung, aber es wäre schön, eine zu haben. Aber es ist fast ein Luxus. Die meisten Menschen der Welt, die sterben ohne Begleitung und sterben auch ganz gut. Sterbebegleitung ist Anliegen unserer westlichen Gesellschaft. Und das ist natürlich eine sehr schöne Sache. Genauso wie auch die medizinische Betreuung eine sehr schöne Sache ist. Aber es ist nicht existenziell wichtig. Die Rituale, die ausgeübt werden, das ist dann eine Sache von Glauben, von Religiosität. Ja. Aber man muss an die Sache glauben. Es muss verständlich sein für den Sterbenden,
was das Ritual ist. Sag mal, wenn wir hier jemand mit der hinduistischen oder auch buddhistischen Sterbebegleitung konfrontiert wäre, der davon nie gehört, denn das wäre ziemlich störend und verunsichernd, vielleicht auch beängstigend. Zweimal war ich anwesend, wie mein Lehrer, der Japaner ist, eine Zeremonie gemacht hat für einen Verstorbenen. Und das war sehr beeindruckend, nur ich könnte sie nicht wiederholen, weil ich kein Japaner bin. Bei mir wäre das aufgesetzt und darum vermeide ich es auch. Aber es war ganz interessant, vor allen Dingen, wie er einen Schrei von sich gegeben hat und dabei so eine Handbewegung so auslöschen. Aber dieser Schrei, da ist wirklich durch Mark und Bein gegangen. Tod ist immer da. Aber auch Wiedergeburt. Jeder Moment ist ein Tod oder Wiedergeburt, egal wie wir es nehmen. Ja? Und in Wirklichkeit gibt es weder das eine noch das andere. Aber das ist schwierig zu erklären. Herzlich willkommen. Ich freue mich schon auf dich. Wie geht's in deiner Nase heute? Gut. Ist es besser? Ja. Hat es gewirkt? Ja, schon. Und wie geht's dir mit deiner Luft? Manchmal geht's mit der Luft beim Laufen und manchmal nicht. Und als ich 5 Jahre alt war, war so eine Art Diphtheriekrankheit bei mir. 6 Wochen Halsschmerzen, 6 Wochen Dunkelheit, 6 Wochen zwischen Leben und Tod zu stehen. Ich habe meinen Körper auch mehr von außen gesehen als von innen und war in einer gewissen Todessehnsucht. Aber hast keine Angst mehr gehabt, oder doch? Und aus der Todessehnsucht heraus hat mir meine Großmutter einen Plattenspieler geschenkt und eine Platte von Maria Callas. Und diese Platte habe ich gehört und ich habe Gänsehaut bekommen. Ich habe geweint und habe gesagt, wenn ich nur irgendwie wieder gesund werden kann, irgendwie, ich verspreche es allen Schützern dieser Erde, dieses Himmels, dann werde ich Opernsängerin. Und jetzt atmen wir ganz tief ein, 5 Pulsschläge ganz tief einatmen, ganz kurz anhalten, richtig Luft anhalten und während des Ausatmens schön ausstreichen. Ja, super. Ich forsche bei jedem Einatmen das Leben und bei jedem Ausatmen das Sterben. Das Aufwachen jeden Morgen, wenn ich meinen Mann sehe, das ist ein Stück Geburt. In die Praxis gehen ist ein Stück Sterben, weil dann sehe ich ihn nicht. Und die Kinder, wenn sie in die Schule gehen, auch. Sie beginnen das Leben, aber für mich ist ein Stück Sterben, weil einfach ein neuer Moment beginnt. Atme mal so ganz fest in meine Hand. Und ich drücke ein bisschen dagegen und du drückst gegen meine Hand. Ja, nochmal. Drück richtig dagegen. Ja. Der Buddhismus bietet einen Weg, das Leiden zu fühlen, aber aus dem Leiden durch die Erkenntnis die freudvolle Erfahrung zu machen. Vielen Menschen erkläre ich, dass man lange ein Kleidungsstück trägt. Und das Kleidungsstück verliert an Farbe. Es verliert an Spannkraft, es verzieht sich. Wenn das Gewebe brüchig geworden ist, dann bekommt es Löcher. Und ich frage dann auch immer jemanden, gerade wenn er in diesem Prozess sich befindet, ob er wirklich mit diesem durchlöcherten, farblosen, fleckigen Kleid in der Stadt spazieren gehen würde. Da sagt er, nein, das würde er nicht tun. Da sage ich, und was hält dich oder was hält sie noch daran, trotzdem mit dem verlöcherten Kleid in der Stadt rumzugehen?
Wollen Sie sich nicht einfach frei machen und sich ein neues Kleid suchen? Und das ist immer eine Freude. Es ist immer so ein positives Lächeln und ein paar Menschen konnten dadurch auch schon leichter den Körper verlassen. Anicca vata sankara upada vaya dhammino uppajjitva nirujjanti te sangho pasamo sukho. Theravada Buddhismus sagt, wenn jemand wirklich stirbt, Tod erlebt und gleich hat er dann Wiedergeburt. Und Wiedergeburt funktioniert so, wenn wir so viele Dinge getan haben, sowohl der Heilsame als der Unheilsame, wir sammeln durch diese Tätigkeiten sehr viele Energien. Und diese Energien können nicht ohne Materie leben, braucht einen Körper. Und dann wieder verkörpert eigentlich diese Energien. Diese wird als Wiedergeburt bezeichnet. Yatavari va pura paripurenti sagarang eva meva ito dinnam petanang upakapati unna meudakam vattang yataninnam pavattati eva meva ito dinnam petanang upakapati chitam pachitam tuyam Tippameva samijjatu purentu citta sankappa chando panna raso yata mani jyoti raso yata. Ja, die Menschen fragen immer, wenn die Bevölkerung mehr und mehr werden und wie ist da hinter Wiedergeburt? Sie fragen oft. Und deshalb fragen die Menschen, die stellen diese Frage, weil sie immer denken, der Mensch wird wieder als Mensch wiedergeboren. Ja? Und Tier wird immer als Tier geboren, wiedergeboren. Nach der Lehre des Buddha, der Mensch kann ein Tier werden. Tieren können die Menschen werden. Wirklichkeit ist so, wir haben so viele Welten. Und das gibt ihnen immer Austausch. Sterbebegleitung hat auch verschiedene Definitionen. Ja. Manche Leute sagen, ich werde dann anderen helfen. Sterbebegleitung. Wie ich bin anderen Menschen helfen kann. Denken immer. Aber wie ich denke, Sterbebegleitung ist irgendetwas, wirklich mit der eigenen Person verbunden ist. Ich soll selber lernen, wie ich mit meinem Tod richtig umgehe. Das muss man lernen. Wenn ich das gelernt habe, dann kann ich auch den anderen helfen. Für mich ist ganz, ganz wichtig, das Leben als Meditationsobjekt nehmen, nicht den Tod. Tod ist noch nicht gekommen, aber Leben haben wir jetzt. Und deshalb immer wieder sollen wir auf unseren jetzigen Leben konzentrieren. Das heißt, wie ich es oft erwähne, das jetzige Jetzt entscheidet das nächste Jetzt. In Sri Lanka haben wir eine alte Tradition, eine Sterbebegleitungstradition. Und wenn jemand so weit ist, laden die Leute eigentlich die Mönche ein und dann die Mönche besuchen diesen Menschen. Und erstens gibt es eine sehr, sehr schöne Gespräch eigentlich. Und der Mönch redet und erklärt, was das wirklich jetzt passiert. Du erlebst die Vergänglichkeit anders werden. Und dein Leben wird nicht dann mit diesem Ende sehen. Ja? Das wird wieder neue Leben, neue Geburt entstehen. Ist normalerweise in Sri Lanka, diese Person, der schon gestorben ist, bleibt noch zu Hause. Und einige Tage, vielleicht 2 Tage, 3 Tage, 4 Tage. Und die ganze Familienmitglieder kommen und respektieren, Abschied nehmen. Und am letzten Tag kommen die Mönche. Und sie machen dann Zeremonie. Zeremonie ist nichts anderes als
einfach über die Vergänglichkeit sprechen. Friedhöfe gibt es in Sri Lanka nicht. Das heißt, Friedhöfe gibt es schon, aber wie heißt das, Grabsteine gibt es nicht. Wenn jemand begraben oder Feuerbestattungszeremonie machen und dann ist der Ende. Das ist so, dann besuchen sie nicht mehr. Friedhofbesuch gibt es in Sri Lanka nicht. Ja? Und sie machen aber zu Hause verschiedene Zeremonien. Und besonders die Verdiensteübertragungszeremonie machen sie. Dass ich etwas tue, dadurch die heilsame Energien sammle, diese heilsame Energien übertrage ich den Verstorbenen. Und das tun wir eigentlich in Sri Lanka. Nachdem ich also sehr viel konfrontiert bin mit diesem Thema rein beruflich, es lässt mich nie gelassen. Schauen Sie auf die schönste Blumenwiese, die wunderschön anzuschauen ist. Dort wird permanent gestorben, wenn man so will. Man kann auch vielleicht sagen, verändern. Und man braucht sich ja nur selber in den Spiegel schauen. Nicht? Also eines Tages merkt man, da schaut mich ein anderer an. Der Gedanke an die eigene Vergänglichkeit ist etwas, was eigentlich immer wieder so weggeschoben wird ein bisschen. Ne? Das sind so nicht die wirklichen Themen, die die Gesellschaft und die Einzelindividuen interessieren, solange sie es nicht betrifft. Wenn sie es dann betrifft, schaut es natürlich anders aus, das ist ganz klar. Die Zielsetzung, die wir primär gehabt haben, war Betreuung für alle. Buddhistisches Hospiz heißt es eigentlich nur deshalb, weil die ehrenamtlichen Mitarbeiter sich aus Buddhisten rekrutieren. Guten Tag, Karina. Grüß dich, Schwester Karina. Das ist die Ursula und die wird bei Ihnen ihre Praktikum. Die praktische Ausbildung ist einfach das How-to-Do. Wie gehe ich mit einem schwerkranken Menschen um? Wie kann ich überhaupt Kontakt zu so einem Menschen finden? Wie kann ich helfen? Die sogenannte spirituelle Schiene der Ausbildung ist ein Angebot an alle Menschen, die sich dafür interessieren. Was hat Buddhismus eigentlich zu dem Thema Sterben und Leben, weil das gehört eigentlich zusammen, zu sagen? Ich will Sie nur vorbereiten. Das Wissen, also wie es wirklich um sie steht und wo man ihn besitzt und die Hand. Es ist Hospizarbeit eine sehr belastende Arbeit, eine persönlich psychisch belastende Arbeit, bei der man sicher auch einen geistigen Rückhalt braucht, um die Dinge, die auf einen zuzukommen, zu verarbeiten. Und das sind eh meistens Patienten, die auch wenig Besuch haben oder kaum Besuch haben. Ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass man da sehr viel Ruhe hat und die Menschen einfach als Menschen wahrnimmt. Und das probiere ich jetzt einmal. Das ist schon einige Jahre her, da lag eine Patientin bei uns
mit einem Karzinom. Und zwischen uns hat es irgendwie gefunkt. Also mir war völlig klar, diese Frau werde ich jetzt begleiten. Und sie hat das auch sofort angenommen, auch ihr Mann. Und dann war die Situation, wo sie dann wirklich schon sehr schlecht gegangen ist. Und ich musste ein paar Tage weg. Und sie hat gesagt, wir werden uns jetzt nicht mehr sehen. Da habe ich gesagt, ja, das wird wahrscheinlich so sein. Und haben uns verabschiedet. Liebevoll verabschiedet. Und diese Frau hat mir derartig viel gegeben, eigentlich. So viel Kraft. Also aus sterbenden Menschen, die können unglaublich viel Kraft fürs Leben geben. Nach dem Tod, wenn also der Geist den Körper verlassen hat und sich in diesem sogenannten Zwischenzustand, dem Bardo-Zustand befindet, beginnt das Bewusstsein, getrieben von seinen karmischen Gewohnheiten, eine neue Wiedergeburt zu suchen. Es ist kein bewusster Vorgang. Das passiert einfach durch die Kraft von karmischen Eindrücken. Das Bewusstsein kommt dadurch in eine Gegend, wo ein Elternpaar gerade in sexueller Vereinigung ist. Und dann, wenn Eizelle und Samen sich verbinden, tritt gleichzeitig das Bewusstsein dazu, normalerweise. Manche buddhistisch Praktizierende, die in ihrer geistigen Praxis weit fortgeschritten sind, haben keine Angst vor dem Tod. Da geht der Tod mit Freude einher. Andere aber, die viel Negatives getan haben, haben natürlich Angst. Denn vor dem Tod setzt die Reue über negatives Handeln ein. Und das Wissen darum, dass die Wirkungen dieser Handlungen auf einen zukommen werden, bedeutet natürlich Angst. Vielleicht gibt es aber einen Unterschied in der Art von Angst. Menschen, die keinerlei Kenntnis von buddhistischen Lehren haben, haben oft eine diffuse Angst. Sie haben keine Ahnung, was der Tod für sie bedeutet und was danach passiert oder nicht. Menschen, die mit den buddhistischen Lehren vertraut sind, wissen zumindest, dass jede Handlung eine Wirkung hat, die der Natur der Handlung entspricht. Und deshalb ist ihre Angst viel spezifischer dahingehend, dass sie wissen, eine schmerzhafte Wiedergeburt wird die Folge der Handlungen sein und damit geht normalerweise auch Reue über die negativen Handlungen einher. Was ähnlich ist zwischen christlichem und buddhistischem Gedankengut, ist wohl der Punkt, dass die Gewohnheit, leidbringend zu handeln, abnimmt, wenn ein Mensch ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass leidbringendes Handeln wirklich nachteilig ist. Was die Art der Reinigung angeht, da ist ein großer Unterschied. Denn aus buddhistischer Sicht ist es nicht so, dass einem die Sünden vergeben werden. Es gibt keinen übergeordneten Gott, der einem Sünden erlassen würde, sondern jeder ist selbstverantwortlich für sich. Und es ist die Kraft der Reue. Es ist dieser Bewusstseinsvorgang, der in sich eine reinigende Wirkung hat. Thank you.
Nach der intensiven Karriere wollte sich mein Vater zur Ruhe setzen. Er war relativ jung, 59 Jahre alt, als er mit Darmkrebs sich ins Bett legen musste. Und mit dem Darmkrebs hat er sehr lange leiden müssen. Und die erste Hälfte seines Sterbeprozesses war er sehr, sehr hart, sehr verschlossen, sodass er auch von meinem tibetischen medizinischen Wissen überhaupt nichts wissen wollte, sondern Kampf, wieso muss ich so qualvoll sterben? Und wir hatten sehr viele Gespräche miteinander, die am Anfang wirklich sehr, sehr hart waren und keine Einsicht, bis ich gesagt habe, du, ich glaube, wir sollten noch was klären miteinander. Ich möchte nicht erst nach dem Sterben mit dir die Dinge besprechen, die mich als Kind belastet haben, sondern ich möchte das jetzt tun. Und jetzt ist die Phase, wo wir es noch schaffen könnten, zu streiten, wenn es sein muss, weil es geht dir zwar schlecht, aber noch nicht so schlecht, dass du nicht reagieren kannst. Und das erste Mal in meinem Leben habe ich meinen Vater weinen sehen. 2 Stunden hat er geweint und hat gesagt zu mir, und das ist wirklich ein sehr prägender Satz für mich, im nächsten Leben möchte ich ein besserer Vater sein. Und daraufhin habe ich zu ihm gesagt, nein, im nächsten Leben freue ich mich, dir wieder zu begegnen. Als Mathelehrer fühle ich mich sehr stolz, dich zu haben. Aber komm bitte nicht auf die Idee, mein Vater zu werden. Und dieses Bild mit ihm zwischen Weinen und Lachen den Zustand zu sehen. Auf der einen Seite hat es ihn sehr berührt, hat er geweint, auf der anderen Seite hat er gelacht und gesagt, bring mir das Loslassen bei. Sing was für mich. Und ich habe gesagt, Papa, du warst dagegen, dass ich singe. Du warst dagegen, dass ich mich mit der tibetischen Philosophie beschäftige. Sagte, weißt du, den Buddha in dir, den sehe ich lachen, den möchte ich haben. Na, ich sag, den schenke ich dir, weil der lacht schon die ganze Zeit in dir, nur du kannst es noch nicht sehen, weil du immer wieder drüber die Steine gelegt hast. Und dann haben wir angefangen, wir beide die Steine zusammen wegzuräumen. Wir beide haben geweint, wir beide haben gelacht. Und 2 Tage später hat er dann ganz sanft und friedlich ohne Qualen den Körper verlassen können.